Und damit willkommen zurück auf unserem Kanal. Willkommen auf Spoilerwarnung unter dem neuen Video zu House of the Dragon bzw. Fire Emblem. Heute stellen wir fest, wer waren die besten Kämpfer während des Drachentanzes. Dabei kann es zu Spoilern bezüglich House of the Dragon als auch Feuer und Blut kommen, da ich auch zukünftige Ereignisse mit einbeziehen werde. Sprich, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann würde ich das Video an dieser Stelle abbrechen. Des Weiteren muss gesagt sein, ich konnte mich heute nur auf 10 Kämpfer festlegen, wobei die Reihenfolge natürlich nur bedingt was aussagt, also ich habe das Ganze zwar mehr oder weniger einer Reihenfolge zugeordnet, allerdings ist die Reihenfolge nicht unbedingt aussagekräftig. Es sind die besten Kämpfer meiner Meinung nach und dies ist nur im Ungefähren meine Reihenfolge. Gerade bei den letzten Plätzen könnte man sich da definitiv streiten. Da ich nur 10 Kämpfer mit reinnehmen konnte, haben es viele Kämpfer nicht geschafft, beispielsweise aus den Häusern Corbray, Schwarzhain, Bracken, Keltiger oder auch beispielsweise Hohenturm sowie auch viele kleinere Häuser, die auf jeden Fall starke Kämpfer hervorgebracht haben. Das Ganze bezieht sich zwar mehr oder weniger auf Feuer und Blut, allerdings werden manche Charakter in der Serie deutlich besser porträtiert, weshalb ich ihre Leistungen in House of the Dragon nicht gänzlich ignorieren kann. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und auch gerne euer Ranking bzw. einfach eure Auflistung der 10 Besten und in diesem Sinne Video ab dafür. Beim letzten Platz war ich mir nicht sicher, ob ich Sir Harold Westerling mit reinnehmen will, allerdings ist dieser während dieser Zeitperiode, zumindest in Feuer und Blut, eigentlich tot. Allerdings ist er auch in der Serie ziemlich alt, wobei er immer noch am Leben ist. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass er ein ziemlich guter Kämpfer ist oder zumindest war. Sein Vorgänger als Lordkommandant Sir Riam Rotwein wäre definitiv auch einer der besten Kämpfer. Allerdings starb dieser bereits während den ersten Folgen von House of the Dragon und hatte seine Bestzeit während der Zeit von König Jaehaerys I. Er ist einer der vielen Finsterlins, welche bereits in der Königsgarde gedient haben. Und der Onkel von Lord Guntur Finsterlin, dem Lord von Dämmerhall. Des Weiteren war er der Lord Kommandant der Königsgarde von Rhaenyra. Diesen Titel bekam er dadurch, dass er zum einen den Grünen seine Treue geschworen hat, seinen Schwur aber sehr zeitnah gebrochen hat, die Krone von König Jaehaerys I. geklaut hat und mit einigen Kämmerern nach Drachenstein rübergesegelt ist, sich Rhaenyra angeschlossen hat und auch ihr treuer Verbündeter wurde. Heißt, trotz Schwur war er bereit, sich der wahren Königin auch anzuschließen und brachte ihr sogar die Krone ihres Urgroßvaters mit. Sein Knappe war Harold Finster und Sir Stefan galt als außerordentlich guter Kämpfer. Sein Tod war im Endeffekt ein wenig unwürdig, zeigt allerdings auch, wie kühn er war, denn er versuchte Seerauch zu besteigen, um diesen für Rhaenyra nutzbar zu machen, den ehemaligen Drachen von Laenor Velaryon. Allerdings scheiterte er und wurde verbrannt, sehr wahrscheinlich, weil targarisches Blut nicht vorhanden war, oder zumindest nur sehr dünn. Dies zeigt aber auch wieder, wie weit er war, für Rhaenyra zu gehen und wie treu und furchtlos er war. Auf jeden Fall ein sehr legendärer Kämpfer. In der Serie begleitet er Rhaenyra nach Königsmund, damit sie Alicent treffen kann und hat sich gemeinsam mit Sir Eric auch der Königsgarde angeschlossen. Allerdings glaube ich, dass in der Serie Sir Harold der Königsgarde ihr Anführer ist, also der Lordkommandant, und nicht Sir Stefan, weil dieser eben jünger ist. Und auch Sir Harold, der ehemalige Lordkommandant in Königsmund war, aber wie erwähnt, in Feuer und Blut ist er der Lordkommandant und definitiv auch zu Recht. Der nächste wäre dann der Lord von Sturmkap und zwar Boros Baratheon, Sohn von Boromund Baratheon und Anhänger der Grünen. Boros trug einen Bart, er war ein erfahrener Krieger und war noch streitlustiger als sein Vater Boromund. Septon Konstanz vergleicht Boros mit dem Wind, der tost und heult und hierhin und dorthin bläst. Er konnte nicht lesen, allerdings war er dafür ein umso besserer Kämpfer. Boros liebte seine Töchter nach seiner eigenen Aussage und sorgte bei Streitigkeiten unter ihnen dafür, dass sie sich wieder vertrugen. Er hatte laut einigen Bekundungen nichts gegen Frauen und bezeichnete seine Tochter als Schatz, hielt einen Sohn aber für wünschenswerter und es wurde auch posthum ein Sohn geboren, und zwar Royce Baratheon. Als Aemond diesen besuchte, bot er ihm an, alle seine Töchter zu heiraten, was er auch annahm. Außerdem hat er gesagt, dass Rhaenyra die Loyalität der Baratheons viel zu lange für selbstverständlich hielt und sprach hierbei auch an, dass Rhaenys zwar Baratheon-Blut in sich hat durch ihre Mutter, allerdings Rhaenyra nicht Rhaenys ist und stellte sich somit auf Seiten Aemonds und der Grünen. Im Jahre 130 kam es zum Fall von Königsmund an, die Schwarzen um Rhaenyra. Aegon II. Sowie seine Kinder Jaehaera und Maelor Targaryen konnten allerdings entkommen. Boros sammelte bei Sturmkap 6000 Mann und gelobte gegen Königsmund zu marschieren.
führte das Heer dann aber stattdessen nach Süden in die Roten Berge. Er begründete sein Vorgehen damit, dass die Dornischen in die Sturmlande eingedrungen waren. Viele vermuteten aber, dass er sich schlichtweg den Drachen nicht stellen wollte. Am Ende ging Boros siegreich auf dem Feld gegen den Geierkönig hervor. Unterdessen wurde Prinzessin Jaehaera von Ser Willis aus der Königsgarde nach Sturmkap in Sicherheit gebracht, um der Bedrohung durch die anrückenden Flusslords unter Lord Kermit Tully, Lord Benjicott und Alisand Schwarzen entgegenzuwirken. Führte Boros ein Heer aus Sturmländern und Truppen aus Schurwert, Roseby und Heufurt und Dämmertal sowie 2000 Mann aus Flohloch aus den Königsweg hinauf, nachdem er durch seine Kundschafter erfahren hatte, dass die Gegner von Knaben und Frauen kommandiert wurden, zeigte er sich siegesgewiss. Zwei Tagesritte von Königsmund entfernt trafen die beiden Heere in der Schlacht am Königsweg aufeinander. Trotz der fortgeschritteneren Tageszeit, des aufgeweichten Bodens und der starken Verteidigungsstellungen des Feindes entschied sich Boros für einen sofortigen Angriff. Er selber hielt sich mit seinen Rittern auf das Zentrum des gegnerischen Schildwalls zu, doch erreichte er nur die Hälfte der Reiter die feindlichen Linien, weil Alisand Schwarzseins Bogenschützen erheblichen Schaden anrichteten und der Matsch ein Vorankommen erschwerte. Als sich auch die Fußtruppen der Sturmländer im Gefecht befanden, fiel Benjicott Schwarzsein ihnen mit seinen Männern aus einem Waldstück heraus in die Flanke. Boros verblieb im Sattel und befahl seinem Knappen inmitten des Kampfes, das Kriegshorn zu blasen und die Reserve nachrücken zu lassen. Die Männer aus Roseby, Schurwett und Heufurt verweigerten allerdings den Gehorsam, während die Königsländer flohen und die Ritter aus Dämmertal zu den Flusslords überliefen und den Sturmländern in den Rücken fielen. Boros Streitross wurde vom Bogenschützen gefällt, er kämpfte aber zu Fuß weiter und tötete zahlreiche Waffenknechte, ein Dutzend Ritter sowie Lord Roland Derry und Lord Jorah Mormont. Schließlich riss er sich den verbeulten Helm vom Kopf, blutete aus 20 Wunden und konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Beim Aufeinandertreffen mit Lord Kermit Tully forderte ihn dieser zur Aufgabe auf, doch Boros lehnte fluchend ab und lief mit einem Angriff direkt in das Ende von Kermits Morgenstern, welcher sein Gesicht zerschmetterte. 7 Tage später brachte Lady Elenda den Sohn auf die Welt, den sich Boros so lange ersehnt hatte, obwohl er die Anweisungen hinterlassen hatte, das Kind zu Ehren des Königs Aegon zu nennen. Falls es ein Junge wurde, entschied sich Elenda, ihn Royce zu nennen, nach ihrem Vater Royce Caron, nachdem sie vom Tod ihres Gemahls erfahren hatte. Also insgesamt kann man sagen, Lord Boros war vielleicht nicht der hellste, allerdings ein sehr, sehr guter Krieger und loyal bis zum Ende. Meiner Meinung nach definitiv sehr verdient in der Liste. Der nächste, über den wir reden müssen, ist ein Eisenmann mit dem Namen Dalton Graufreud. Lord Dalton Graufreud, auch bekannt als der Rote Krake, war der Lord von Pyke und das Oberhaupt des Hauses Graufreud während des Drachentanzes und zu Beginn der Herrschaft von Aegon III. Dalton galt bereits in jungen Jahren als wild, furchtlos, willensstark, gerissen und heißblütig. Mit 16 Jahren hatte er den Ruf eines wagemutigen und blutrünstigen Mannes. Erzmeister Harke zufolge liebte Dalton 3 Dinge, das Meer, sein Schwert und Frauen. Bei seinen Männern war er äußerst beliebt, weniger dagegen bei seinen Frauen, an denen er schnell das Interesse verlor. Dalton wurde im Jahre 113 als Sohn des Erben von Pyke geboren, er soll schon mit 5 Jahren gerudert und im Alter von 10 Jahren mit seinem Onkel ausgefahren sein, um die Piratenstädte auf den Basiliskeninseln zu plündern. Mit 14 Jahren war Dalton bis nach Algis gesegelt, hatte in ein Dutzend Gefechten gekämpft und 4 Salzweiber beansprucht. Außerdem hatte er einem toten Piraten ein valyrisches Schwert abgenommen, welches er Nachtfall genannt hatte. Im Jahre 128 kämpfte der 15-jährige Dalton als Söldner auf den Trittsteinen und wurde Zeuge vom Tod seines Onkels, welchen er rächte. Dabei erlitt er ein Dutzend Wunden und war so im Blut getränkt, dass er den Spitznamen der Rote Krake erhielt. Später im Jahr erfuhr Dalton vom Tod seines Vaters und kehrte nach Hause zurück, wo er den Meersteinstuhl bestieg. Er begann umgehend damit, Schwerter zu schmieden, Männer auszubilden und Schiffe bauen zu lassen, da er einen Sturm aufkommen sah. Besagter Sturm brach im Jahre 129 mit dem Beginn des Drachentanzes aus, als die Grünen um Aegon II. Sowie die Schwarzen um Rhaenyra Targaryen nach dem Tod von König Viserys Anspruch auf den Eisernen Thron erhoben. Dalton soll bei Erhalt dieser Nachricht laut gelacht haben. Die Schwarzen hatten durch die Unterstützung von Lord Corlys Velaryon einen Vorteil zur See, denn die Grünen mit Daltons Hilfe auszugleichen hofften. Daher bot ihm Aegons Hand der Otto Hohentum den Titel eines Admirals und das Amt des Meisters der Schiffe im Grünen Rat an. Im Gegenzug sollte Dalton seine Langschiffe um Westeros herum gegen die Velaryon-Flotte führen. Anstatt diesen Bedingungen zuzustimmen, wartete Dalton auf das Angebot der Schwarzen. Rhaenyras Gemahl Prinz Daemon meinte bei einer Sitzung des Schwarzen Rates,
dass sich Dalton leicht dazu überreden lassen würde, ihre Seite zu unterstützen, wenn sie an seinen Blutdurst appellieren. Die Schwarzen baten ihm demnach lediglich ihre Feinde anzugreifen, unter denen sich auch die Lannisters befanden, deren Länder näher an den Eiseninseln lagen und verletzlich waren. Während Lord Jason Lannister mit seinen besten Truppen in die Flusslande einmarschierte und die Westlande weitestgehend unverteidigt zurückließ, fielen die Flotten von Langschiffen unter Daltons Führung im Jahre 130 ein. Nachdem Lady Johanna Lannister die Tore Casterly Steins verrammelt hatte, bestand für die Eisenmänner keine Aussicht auf die Eroberung der Festung. Aber sie kaperten 3/4 der Schiffe im Hafen, versenkten den Rest und stürmten anschließend die Mauern von Lannisort. Sie plünderten die Stadt und nahmen gewaltige Mengen an Gold, Getreide und Handelsgütern mit. Darüber hinaus raubten sie 600 Frauen und Mädchen, darunter Lord Janos Lieblingsmätresse und ihre unehelichen Kinder. Kurz darauf nahmen die Eisenmänner erst die schöne Insel und dann auch Schönburg selbst ein. Lord Weichmann und seine Söhne wurden gegen ihr Gewicht in Silber von den Lannisters ausgelöst. Weder Töchter machte Dalton zu seinen Salzweibern, die fünfte, welche er als reizlos empfand, gab er seinem Bruder Veron Graufreud. Im Jahre 131 endete der Drachentanz mit der Thronbesteigung von Rhaenyras und Aegon III. Dennoch gingen die Kämpfe im Westen weiter. Obwohl sich Dalton im Krieg als wertvoller Verbündeter für die Schwarzen erwiesen hatte, zeigte er diesen in Friedenszeiten nicht mehr Respekt als den Grünen. Zwar erklärte er sich nicht offen zum König der Eiseninseln, allerdings beachtete er die Erlasse der Krone kaum, was womöglich auch damit zusammenhing, dass Aegon III. Noch ein Junge und die Hand der Thailand ein Lannister war. Trotz Anweisungen zur Einstellung der Raubzüge machten Dalton weiter wie zuvor. Auf die Aufforderung, die geraubten Frauen zurück zu ihren Familien zu schicken, antwortete er nur, der trunkene Gott könne den Bund zwischen einem Mann und seinen Salzweibern auflösen und der Anweisung zur Rückkehr bei der schönen Insel an ihre früheren Herren wolle er Folge leisten. Sofern sich diese aus den Tiefen des Meeres erheben würden, Dalton vereitelte Johanna Lannisters Versuch, Kriegsschiffe zu bauen und den Krieg auf die Eiseninseln zu tragen, indem er über die Werften herfiel und sie niederbrannte. Dabei entführte er erneut hunderte Frauen. Talent Lannisters scharfe Vorhaltungen tat Dalton spöttisch ab. Im Jahre 132 nach Aegons Eroberung befahl sich Dalton, der sich mit 100 Salzweibern brüstete, aber noch keins Felsweib genommen hatte, unter den Männern, die der Regentschaft von König Aegon III. Als mögliche Ehemänner für Baelor Targaryen in Erwägung zog. Am Ende heiratete Baelor aber eigenmäßig Lord Allen Velaryon. Ende des Jahres schlugen die Westmänner unter Führung von Lady Johanna Lannister die Eisenmänner bei Kais zurück. Unter den Toten befand sich auch Daltons Lieblingsonkel. Lady Johanna stellte im Verlauf des Jahres 133 bei Festfeuer eine Flotte aus Fischerbooten und Krogen zusammen, welche 100 Ritter und 3000 Waffenknechte auf die schöne Insel übersetzen sollten. Das Vorhaben wurde jedoch verraten und die Langschiffe der Eisenmänner fingen die feindlichen Schiffe ab. Anschließend schickte Dalton die Köpfe der Kommandanten Lord Prester, Lord Harbeck und Sir Erwin Lannister nach Casterly Stein und nannte dies sein Entgelt für meinen Onkel, der in Wirklichkeit ein Nimmersatt und Säufer war und ohne den die Insel besser dran sein. Nach dem Tod von König Jaehaerys Targaryen wurde ein Ball am Jungfernteich ausgerufen, auf dem Aegon III. Seine neue Gemahlin wählen sollte. Dalton soll mit dem Gedanken gespielt haben, eine seiner Schwestern zu schicken, damit sie sich um die Krone der Königin bewerbe, weil er eine Eisenmaid auf den eisernen Thron für sehr passend hielt. Zunächst bereitete er sich allerdings auf die Ankunft von Lord Allen Velaryon vor, welcher von der Krone mit der Velaryon-Flotte losgeschickt worden war, um den Raubzügen der Eisenmänner ein Ende zu bereiten. Dalton versammelte hunderte Langschiffe südlich der schönen Insel und noch mehr von der Festfeuer, Kais und Lannisort. Er verkündete die Absicht, nach seinem Sieg über diesen Jungen, wie er den kaum 3 Jahre jüngeren Allen stets nannte, dessen Route rückwärts zu segeln, ohne auf dem Weg die Schildinseln einzunehmen, Alsace und Sonnspeer zu plündern und am Ende Driftmark zu erobern und vielleicht Allens Gemahlin Baelor zum Salzweib zu nehmen, deren Silbernes hat sein Interesse weckte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er 22 Salzweiber, von denen 4 auf Pike waren und 2 davon hatten ihm schon Söhne geboren. Die anderen Frauen stammten aus den Raubzügen in den Westlanden, darunter Lisa Weidmann und eine weitere überlebende Tochter von Lord Weidmann, die Witwe des Ritters von Kais und eine Lannister von Lannisort. Die übrigen Soaresi waren Mädchen aus dem einfachen Volk, die Töchter von Fischern, Händlern oder Waffenknechten, an denen er Gefallen gefunden hatte, nachdem er oftmals zuvor ihre Väter, Brüder, Ehemänner oder männlichen Beschützer erschlagen hatte. Bevor es zu einer Schlacht zwischen den Eisenmännern und der Velaryon-Flotte kommen sollte, wurde Dalton von seinem Salzweib Resi,
aus unbekannten Gründen auf Schönburg ermordet. In einer regnerischen, widerspenstigen Nacht vergnügte er sich mit ihr und schlief dann ein, was Resin nutzte, um ihn mit seinem Dolch die Kehle aufzuschlitzen, ehe sie sich ins Meer stürzte. Dalton hatte sich nie ein Felsweib genommen, weshalb seine einzigen Erben die beiden Söhne waren, welche Thoron und Roderick hießen, sowie drei Schwestern und einige Vettern, welche als gierig und ehrgeizig galten. Zwar war Thoron dem Gesetz nach der rechtmäßige Erbe, allerdings war dieser noch keine 6 Jahre alt und seine Mutter konnte als Salzheb keine Regentschaft ausüben. Vor dem Hintergrund eines drohenden Erbfolgekrieges löste sich Daltons versammelte Flotte auf und die Kapitäne segelten zurück zu den Eiseninseln. Die Bevölkerung der schönen Insel erhob sich und machte innerhalb von 3 Tagen die zurückgebliebenen Eisenmänner nieder. Die Besatzung von Schönburg, welche aus Daltons engsten Gefährten und Waffenbrüdern unter dem Befehl von Guntur Gutbruder und Alistair Winch bestand, hielt noch eine Weile aus, bis sich die beiden Befehlshaber im Streit um die Salzwitwe Lisa Weidmann überwarfen. Auf den Eiseninseln selber brach ein blutiger Dreiparteienkrieg um Thoron und Roderick Graufreud sowie einen dritten Prätendanten namens Salzem aus. Ein halbes Jahr nach Beginn der Kämpfe setzte Sir Leo Costain im Auftrag von Lady Johanna Lannister 1000 Westmänner auf den Inseln ab, welche hunderte Schiffe und ebenso viele Häuser und Dörfer verbrannten und zahlreiche Inselbewohner töteten. Zu den Toten gehörten noch 9 von Daltons Vettern und 2 seiner Schwestern. Weitere Tausende starben noch vor Jahresende am Hunger, weil die feindlichen Truppen Tonnen an Nahrungsmitteln verschleppten oder vernichteten. Letztlich konnte sich Thoron Graufreud auf dem Meersteinstuhl halten, sein Halbbruder Roderick geriet dagegen in Gefangenschaft der Lannisters, wurde kastriert und diente fortan Lord Loren Lannister als Hofner, was mich an den gewissen anderen Graufreud erinnert, wenn ich nur wüsste wen. Erzmeister Harek hält Dalton für einen großen Narren. Meister Yandel meint, dass ein Lord, welcher ein derartiges Schicksal über sein Haus und sein Volk gebracht hatte, wie Dalton andererorts zu Recht geschmäht würde, es aber dem Wesen der Eisenmänner entspräche, weshalb er sehr verehrt wird und zu den großen Helden zählt. Ich habe jetzt ein wenig viel über ihn geredet, aber ich bezweifle, dass ich jemals wieder so viel über ihn reden können werde. Es sei denn, ich mache noch Videos zu den Graufreuds oder einzelne Listen dazu. Weshalb ich mir dachte, dass ich mal einen kleineren Exkurs gebe bezüglich Dalton. Ich finde die persönlich ziemlich interessant. Weshalb ich gerne mal über ihn reden wollen würde. Der nächste Platz geht an den wahrscheinlich größten Seemann aller Zeiten, welcher aber von Dalton konkurriert wird. Nämlich Corlys Velaryon aus logischerweise dem Hause Velaryon, was zu See die größte Konkurrenz zu den Graufreuds ist. Corlys Velaryon ist ein sehr bekannter und sehr beliebter Charakter, weshalb ich mich hierbei ein wenig kurz halten werde. Er bereiste die Welt, brachte unglaubliche Schätze mit nach Westeros und wurde somit zum reichsten Lord der 7 Königslande. Er war der Ehemann von Rhaenys Targaryen, der Vater von Laena und Laenor Velaryon, Meister der Schiffe im Rat von König Viserys und spätere Hand von Rhaenyra Targaryen. Er zeugte außerdem zahlreiche Bastarde und war auch einer der großen Helden im Kampf gegen die Triarchie während dem Konflikt auf den Trittsteinen an Daemon Targaryens Seite. Ist ein unglaublicher Kämpfer und meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient in dieser Liste. Während des Drachentanzes war er zwar ein wenig älter geworden und nicht mehr so stark wie einst. Allerdings gehört er nicht ohne Grund zu den größten Legenden der Geschichte und ist natürlich auch valyrischen Blutes. Sein Beiname die Seeschlange hat er auch nicht ohne Grund und deshalb ist Corlys Velaryon absolut verdient in dieser Liste. Weiter geht es mit Eric und Arryk Cargill, dessen Geschichte ebenfalls sehr schnell erzählt ist. Beide sind Zwillinge aus dem Hause Cargill, welche auf Seiten der Grünen und Schwarzen kämpften. Sie waren zuvor auch in der Königsgarde von König Jaehaerys und haben sich auch während des Drachentanzes gegenseitig getötet. Und im Endeffekt ist ihre Geschichte zwar sehr kurz, aber auf jeden Fall waren sie sehr mutige und loyale Kämpfer auf beiden Seiten, welche sich liebten, sich aber dennoch für andere Seiten entschieden und auch bis zum Ende kämpften. Meiner Meinung nach sehr ehrenvolle Charaktere, die auf jeden Fall eine Erwähnung verdient haben und ziemlich gute Kämpfer obendrein. Der nächste Kämpfer ist eine absolute Legende des Nordens, welcher gekämpft hat wie kaum ein zweiter, nämlich Lord Roderick vom Hause Dustin und Lord von Hüglingen. Lord Roderick Dustin, genannt Roddy die Ruine, war Lord von Hüglingen und Oberhaupt des Hauses Dustin während des Drachentanzes. Er war zum Zeitpunkt des Drachentanzes bereits ziemlich alt und ergraut, worauf auch sein Beiname basiert. Beim großen Rat von 101 sprach sich Lord Dustin für den Anspruch von Laenor Velaryon aus. Nach dem Tod von König Viserys I. Targaryen im Jahre 129 gingen die Grünen daher davon aus, dass die Dustins die Schwarzen um Rhaenyra Targaryen unterstützen würden, was letztlich auch der Fall war. Im Jahre 130 führte Lord Roderick 2000 alte Nordmänner, welche sich die Winterwölfe nannten, Richtung Süden, um für Rhaenyra zu kämpfen. Die Truppe wurde bei den Zwillingen von Lady Sabitha Wypern empfangen und schloss sich mit Lord Walt Frey sowie Rob Strom zusammen. Dann zogen sie zum Westufer des Götterauges.
Dort stellten sich die Winterwölfe mit dem Flusslord, dem Herr der Grünen aus dem Westland, unter der Führung von Lord Umfried Leffert entgegen. Welcher sich auf dem Weg nach Harrenhal befand, in der folgenden Schlacht am Seeufer führte Lord Rodericks Krieger den Angriff an. Zwei Drittel von ihnen wurden allerdings getötet oder verletzt. Zwar konnten die Westmänner vollständig geschlagen werden, dennoch erlitten auch die Flusslords hohe Verluste. Als nächstes setzen Lord Roderick mit seinen verbliebenen Winterwölfen und die Lords des Flusses, Herr Christ und Kraut, auf dessen Marsch von Harrenhal in Richtung Süden zu, indem sie immer wieder aus dem Hinterhalt angriffen und die Nahrungsbeschaffungen störten. Schließlich versperrten sie dem geschwächten Herr mit ihrer gesamten Streitmacht den Weg. Daraufhin ersuchte Sir Criston um eine Unterredung, in welcher er versuchte, eine Schlacht zu verhindern und anmerkte, dass ansonsten auf beiden Seiten viele Männer sterben würden, woraufhin Roderick lachend erwiderte, dass er und seine Männer gekommen seien, um zu sterben. Criston bot noch einen Kampf gegen ihn, Sir Garibald Grau und Sir Pathos Langblatt an, wurde aber stattdessen auf Pats geheißen vom Bogen Schützen niedergeschossen. Dann blies Roderick zum Angriff auf Christons Männer, welche beim Tod ihres Anführers den Mut verloren hatten und nun im Schlachtertanz zu Hunderten niedergemacht wurden. Nach dem Schlachtertanz zog das Heer nach Stolperstadt, um das dortige Heer gegen die Armee der Grünen aus der Weite unter Führung von Lord Orm und Hohendum zu unterstützen. Während der ersten Schlacht bei Stolperstadt stürmten Roderick und die Winterwölfe durch ein Ausfalltor in die linke Flanke der Angreifer und schlugen sich durch eine zehnfache Übermacht bis zum Kommandanten durch. Auch wenn Roderick blutüberströmt war und sein Schild zersplittert und sein Helm eingeschlagen war, schien er im Kampfrausch keinen Schmerz zu spüren. Lord Orm und Hohentums Vetter Sir Brinton schlug ihm den Schilddarm ab, doch Roderick tötete sowohl ihn als auch Ormund, bevor er starb, ist also eine absolute Legende auf dem Schlachtfeld. Und das beweist mal wieder, wie zäh die Nordmänner im Kampf sind. Solche Legenden hatten wir ja auch zu der Zeit von Robb Stark, wie beispielsweise Groß John Umber. Mit dieser Wikinger-ähnlichen Mentalität können sie fast schon siegen und das beweist natürlich auch Roderick Dustin. Ich hoffe auf jeden Fall, seine Darstellung in House of the Dragon wird ziemlich cool sein und ich hoffe auf jeden Fall, dass er vorkommen wird, womit ich definitiv rechne. Der nächste wäre Cregan Stark, der damalige Lord von Winterfell und guter Freund von Jaehaerys Velaryon. Dieser verbrachte wirklich einige Zeit auf Winterfell und wurde ein Bruder von Cregan. Es gibt einige Theorien rund um diese Zeit und darüber mache ich bestimmt auch ein Video und werde dort auch über Cregan reden, weshalb ich mich hierbei ein wenig zurückhalte. Cregan Stark war ein sehr wertvoller Verbündeter für die Schwarzen, wie erwähnt guter Freund von Jaehaerys, und ist ein so guter Schwertkämpfer, dass selbst Aemon Targaryen, der Drachenritter, behauptet, er hätte noch nie einen besseren Schwertkämpfer als ihn gesehen, und Aemon Targaryen ist ein absolut legendärer Kämpfer des Hauses Targaryen und legendärer Ritter, vielleicht sogar der beste seiner Zeit. Man könnte zwar behaupten, er hat dies nur aus Respekt gesagt, da auch Cregan zu dem Zeitpunkt schon etwas älter war, bedenke man aber, wie fit noch ein Barristan Selmy in seinem Alter ist, kann man durchaus davon ausgehen, dass diese Worte definitiv nicht nur Schall und Rauch sind. Allgemein muss man sagen, sind die Männer des Hauses Starks unglaublich gute Schlachtführer und auch sehr gute Kämpfer, die furchtlos in die Schlacht gehen. Des Weiteren hat er natürlich auch das Ahnenschwert des Starks, nämlich Eis. Und wie erwähnt, über ihn werde ich noch sehr wahrscheinlich ein ausführliches Video machen und über seine Zeit mit Jaehaerys Velaryon sprechen, als auch über sein gesamtes Leben. Meiner Meinung nach ein sehr interessanter Charakter, über den viel zu selten gesprochen wird, obwohl er mehr oder weniger ein Fan-Favorite aus der Zeit ist. Ich finde auch seine Darstellung in der Serie bisher ein wenig unwürdig. Ich meine, man hätte wenigstens eine halbe Folge mit ihm und Jaehaerys verbringen können, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es mit den beiden auf sich hat. Hier wirkt es so, als wäre der einfach aufgetaucht, hätte ihn an seinen Eid erinnert und als wäre Cregan einfach nur sehr loyal. Aber gut, man kann auch nicht alles haben und vielleicht wird das zukünftig noch besser dargestellt. Ich hoffe auf jeden Fall auf eine Serie rund um Cregans Leben, ob wir die jemals bekommen werden. Sei mal dahingestellt, wäre auf jeden Fall eine coole Sache meiner Meinung nach. Ich mag die Starks, bin jetzt aber auch nicht der größte Stark-Fan, zumindest daran gemessen, wie beliebt sie im Allgemeinen sind. Aber gerade Cregan Stark ist ziemlich interessant. Weiter geht es mit Aemon Targaryen. Dieser ist ein sehr furchtloser Kämpfer und ein ziemlich guter Kämpfer obendrein. Allerdings haben wir in Feuer und Blut nicht so viele Erwähnungen bezüglich seiner Kampfstärke im Zweikampf. Wir wissen, dass er mit Christo und Kraut trainiert hat und ein sehr guter Kämpfer wurde. Allerdings kämpfte er meistens auf dem Rücken seines Drachens Vaga und starb auch im Endeffekt im Kampf gegen Dämon am Götterauge. Beziehungsweise haben sich alle Parteien mehr oder weniger gegenseitig umgebracht. Ich würde es aber definitiv als Sieg für Dämon vermerken. Würde ich mich nur nach Feuer und Blut orientieren, wäre er wahrscheinlich zwei, drei Plätze weiter hinten. Er ist ein guter Kämpfer, aber wir wissen nicht genau, wie gut er ist. Doch wenn man sich House of the Dragon mal anschaut, er ist dort sehr wahrscheinlich sogar noch ein besserer Kämpfer als Christo und Kraut oder zumindest vergleichbar gut wie dieser. Da er diesen in einem Trainingskraft besiegen konnte, des Weiteren trainiert er eben seit Kindheit auf und wird stets mit Daemon verglichen. Allerdings muss man sagen, ist er auch ein wenig out of character im Vergleich zu Fire and Blood.
Hier beispielsweise wirkt das so, als hätte er wirklich Interesse am Thron. In Fire Emblem macht er zwar hier und da Sprüche, aber ansonsten hat er nicht wirklich Interesse. Und ist durchaus loyal Aegon gegenüber und hat ihn nicht, wie hier, bewusst attackiert und verbrannt, sondern eben war das in den Büchern mehr oder weniger aus Versehen, da Vaga eben auf Melis und Sunfire mehr oder weniger gestürzt ist. Und dass Sunfire hier überlebt hat, war auch ein Wunder, ebenso wie das Aegon überlebt hat, aber im Endeffekt war es halt nicht bewusst. Und nichtsdestotrotz kann ich diesem schurkenhaften Aemond der Serie einiges abgewinnen und er ist auf jeden Fall ein würdiger Gegner für Daemon, weshalb ich ihn auf jeden Fall auch weiter oben platziert habe. Aber wie erwähnt, das ist natürlich auch der Seriendarstellung ein Stück weit geschuldet. Wenn ich nur nach Feuer und Blut gehen würde, wäre er definitiv ein wenig weiter hinten, aber immer noch in der Liste, da er immer noch ein sehr guter Kämpfer ist, der sich aber meistens mit seinem Drachen behaupten konnte und selten mit seinem Schwert kämpfen musste. Abseits vom Training, aber wie erwähnt, allein, dass er mit Criston Kraut ungefähr auf ein Level zu setzen ist und auch dazu jünger und talentierter zu sein scheint, das spricht halt absolut für ihn. Womit wir aber auch beim zweiten Platz wären, welcher potenziell auch der erste Platz sein könnte, also Platz 1 und 2 kann man hier definitiv tauschen. Nämlich Platz 2, Ser Criston Kraut, der Königsmacher. Er stammt aus den Dornischen Marschen ab und ist der Sohn eines Kämmerers, der es aber sehr weit gebracht hat. Nämlich wurde er Mitglied der Königsgarde, berufen durch Rhaenyra Targaryen, späterer Lordkommandant unter König Aegon II. Und auch dessen Hand als Nachfolger für Otto Hohenturm. Er wurde stets von Aegon seine eiserne Faust genannt. Er konnte sich bereits in seiner Jugend einen Namen in den Dornischen Marschen machen und besiegte auch Daemon Targaryen beim Lanzenstechen, als auch im Zweikampf bei Melee. Man muss halt sagen, Daemon hat sich ein wenig überschätzt und Criston ein wenig unterschätzt. Nichtsdestotrotz hat er Daemon Targaryen in voller Montur mit dunkler Schwester besiegt. Er war ein sehr guter Schwertkämpfer und umso besser mit dem Morgenstern. Und auch körperlich nicht zu unterschätzen. Die Serie macht zwar zum Teil einen riesen Idioten aus ihm, der sehr viele Fehler macht, allerdings ist er in den Büchern ein ziemlicher Ehrenmann oder wird zumindest als sehr ehrenwert betrachtet. Und auch Jaime Lannister nimmt ihn sich zum Teil als Vorbild. Er kämpfte bis zum Ende auf Seiten der Grünen und ist in den Büchern ein mehr oder weniger verständlicher Charakter. In der Serie versteht man auch irgendwo, was er macht oder warum er es macht, aber es ist halt weniger cool und er wirkt im Endeffekt nicht mehr wie der Criston Kraut, den man vor Augen hat, wenn man sich Feuer und Blut durchliest. Von seinem optischen Erscheinungsbild als Kämpfer und General vielleicht zum Teil, aber von seiner Persönlichkeit weiß ich ja nicht. Im Endeffekt aber ist Feuer und Blut nur mehr oder weniger eine Zusammenfassung der Ereignisse und wir erleben nicht wirklich, wie die Charaktere drauf waren, wie bei Das Lied von Eis und Feuer. Also ich verstehe schon mehr oder weniger, was man sich dabei gedacht hat, nur bin ich persönlich kein Fan davon. Was ich aber auch schon in mehreren Videos wiedergegeben habe, nichtsdestotrotz ist er ein guter Kämpfer, auch in der Serie. Ich habe ihn dennoch nur auf Platz 2, er könnte auch auf Platz 1 sein, aber ich finde, nur weil er Daemon einmal besiegt hat, heißt es nicht, dass er ein besserer Kämpfer ist. Und Daemon hat zwar einen Drachen, aber im Gegensatz zu Aemon hat er auch mehrmals mit dem Schwert gekämpft und ist auch ein deutlich besserer Schwertkämpfer, als Aemon es jemals war. Mit dem valyrischen Schwert Dunkle Schwester, was ihm auf jeden Fall noch eine gewisse Stärke zusätzlich verleiht. Denn Schwerter machen einen Unterschied, beispielsweise meint er auch George R. R. Martin, Aphadane würde nur Barriss Anselmi besiegen, wenn er Dorne führt. Und damit wären wir auch bei dem ersten Platz und Daemon Targaryen, dem Prinzgemahl, den Schurkenprinz, auch Lord Flohloch genannt. Einer von Martins persönlichen Lieblingscharakteren und ein sehr, sehr legendärer Kämpfer während dem Drachentanz. Er ist ein sehr typischer Targaryen, sehr stolz und furchteinflößend, ein guter Kämpfer, der sich aber auch einige Verbündete machen konnte. Er hat zum einen die Goldröcke zu dem gemacht, was sie waren in ihrer Bestzeit und war ein sehr guter Kommandant dieser. Und war auch im Rat als Meister des Rechts. Des Weiteren hat er auch bei der Schlacht gegen die Triarchie bei den Trittsteinen Craigus Draha und seine Anhänger besiegt und kämpfte dort mit Corlys Velaryon und Caraxes und ging auch siegreich hervor, womit er auch zum König der Meerenge ernannt wurde. Beim Drachentanz verbrachte er sehr viel Zeit in den Flusslanden und konnte sich dort auch einige Verbündete machen. Und am Ende besiegte er auch Aemond Targaryen über dem Götterauge und ist insgesamt ein sehr, sehr guter Schlachtführer, auch ein intelligenter Mann, der aber zum Teil auch ein wenig arrogant war. Im Endeffekt ist die Darstellung von Daemon in der Serie ziemlich interessant. Ich würde behaupten, sie kommt der Bücherdarstellung schon ziemlich nah. Natürlich erleben wir Daemon auf eine Art etwas menschlicher und erleben ihn auch etwas persönlicher und sehen auch mehr von ihm, wie er im Privaten war. Ich persönlich bin auf jeden Fall großer Fan davon und würde an der Stelle auch euch fragen, wie sieht eure Liste aus? Wer ist für euch der erste Platz? Wie erwähnt, beim ersten Platz war ich mir nicht sicher, ob Criston Kraut oder Daemon. Ich würde behaupten, Daemon ist insgesamt besser. Dafür muss man aber sagen, musste sich Criston Kraut öfter ohne Drachen beweisen.
Allerdings hat er ihn auch nur einmal besiegt und ja, das ist beeindruckend. Allerdings meinte Martin selber, ein Kampf hat viele Bedingungen. Was sind die Gefühle dabei? Wo findet er statt? Welche Waffen werden genutzt und so weiter. Und Dämon hat sich nun mal überschätzt. Und das war eben auch die Entrance von Christon. Er musste geheiratet werden. Also ich würde das auf jeden Fall mit einbeziehen. Aber wie erwähnt, ich habe Dämon darüber. Verstehe aber auch jeden, der Christon höher hat. In diesem Sinne hätte ich aber auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ob ihr Videos dieser Art mögt. Auf unserem Kanal findet ihr alle möglichen Theorien, Rankings, Erklärtvideos und so weiter. Zu House of the Dragon, Game of Thrones. So wie allgemein das Lied von Eis und Feuer und die Welt, die George R. R. Martin für uns erschaffen hat. Checkt dazu gerne auch die House of the Dragon sowie Game of Thrones Playlist ab. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir würden uns freuen. Auch Videowünsche sind sehr gerne gesehen und wir sind da auf jeden Fall ziemlich breit gefächert. Und Game of Thrones hat da relativ viele Möglichkeiten, was man so machen kann. Es gibt so viele coole Charaktere, Drachen, Burgen, Flüsse, Geschichten, Legenden, Götter und so weiter, über die man reden kann. Und genau dafür ist dieser Kanal auch da. Auch Content zu anderen Serien darf natürlich nicht fehlen. Also wer The Boys, The Walking Dead, Supernatural, Vampire Diaries, Star Wars, Herr der Ringe und so weiter mag, der ist natürlich auch herzlich willkommen. Und in diesem Sinne, danke für alles. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann ein Hashtag Drachenfeuer in die Kommentare. Und in diesem Sinne, das nächste Video erscheint, wenn es erscheint. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.